Läuft schon? Oh, also Servus. Heute mal nicht aus dem Keller, sondern von der Terrasse. Heute ist Grillwetter. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich nehme immer alte Käseschachteln zum Grill anzünden. Das funktioniert eigentlich immer sehr hervorragend. Hintergrund der heutigen Sendung. Das wird Enjoy, glaube ich, recht freuen. Es gibt jedes Jahr einen Wettbewerb von Profil. Und da werden quasi die besten Weingüter Österreichs gekürt, aus Profilsicht. Und dieses Jahr, für Blaufränkisch Leiterberg, ist es das Weingut Wagentristel geworden. Jetzt, wir hatten ja schon mal über den Pinot Noir berichtet. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt à la Toskana-Sendung. Probieren wir die ganze Palette durch. Der Blaufränkisch Leiterberg, den werden wir in Würzburg probieren, zusammen mit dem Hardy. Die DAC-Lieferung, die Profillieferung müsste schon auf dem Weg sein. Heute probieren wir mal Weingut Wagentristel Völligberg. Völligberg ist eine Cuvée. Da werden viele sagen, ja, Cuvées aus Österreich und so, eigentlich nur blaufränkisch. Ich finde, Cuvées werden total unterschätzt. Und gerade heute, da kommt ein Stück totes Tier auf den Holzkohlegrill, da passen die recht gut dazu. Völligberg ist eine Cuvée aus 88% blaufränkisch. Ich glaube 7% Zweigelt und 5% Cabernet Sauvignon, also überwiegend doch der Blaufränkisch aus dem Barrique und ist also von einem Lehmboden. Wir schauen einfach mal, wie sowas schmeckt. Also man merkt schon, dass es überwiegend blaufränkisch ist. Er riecht wie ein Blaufränkisch. Also eine sehr beerige Note. Brombeeren. Aber es ist auch ein bisschen was Weiches dabei. Ein bisschen Kirsch, aber überwiegend Brombeeren. Kommt wie gesagt auch aus dem Barrique. Hat sehr viel Gerbstoff noch, das ist noch viel zu jung. Das ist so ein typischer 40-Punkte-Wein. Dürfte sich noch entwickeln. Wenn man den Preis bedenkt, der kostet einen Zehner. Also ist für die Kategorie schon günstig. Ja, sagen wir mal 40. Und demnächst gibt es die nächste Folge wieder mit Kamerafrau, die nichts sagt. Okay, also bis zur nächsten Folge. Servus.